Na, das dürfte ja jetzt hier voll easy sein. Ich mache meine Quest hier abstellen. Ja, war ich denn schon wieder? Also weil wir draußen gerade im Gegner gekämpft haben. Ja, gehen wir jetzt ein bisschen gechillt hier erstmal wieder an, ne? Die ersten, ja, schon. Die ersten Stunde so. Weil ich nehme an, wir sollten erstmal Level 70 sein, bevor wir nochmal Final Dungeon tackeln. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel verändern wird, ganz ehrlich, weil wir kriegen ja übelst aufs Maul. Also ein paar Paragon-Punkte, ne, die können schon einen Unterschied machen, nehme ich an. Da hätte ich vielleicht Haut andenken sollen. Ich habe vielleicht irgendwie so einen Aspekt hier suchen sollen, dass irgendwie in diesem Eidegebiet ist, was wir noch nicht komplettiert haben. So, okay, wir müssen wieder irgendwas finden hier. Hat wir hier reinsetzen. So, legendär. So, aber nicht heilig. Fängt schon wieder an. Verwerten. Ja. Außer gib mir ein neues Design. Ja, aber sowas brauchst du auch, um Aspekte in irgendwas reinzupacken, in die Ressourcen. Wenn du sowas verwertest, kriegst du ja Ressourcen dafür. Ja. Also was? Tun wir es mal aufteilen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das kann man machen. Ich weiß jetzt nur nicht in welche Richtung. Ich gehe hier lang, du gehst da unten lang. Na klar. Alles klar. Und wir sehen uns dann. Und wir suchen da, jeder von uns sucht einen von diesen Steinen, den wir da in diese Tür reinpacken sollen. Ja, das habe ich schon gesehen. Dann packen wir jeweils hier einen so einen Stein da rein. Alles klar. Also wir finden irgendwie, weiß nicht, so ein Event oder irgendwie sowas hier drin, ne? Oder Ereignis, sowas, weiß ich. Ja, das sollte schon funktionieren. Keine Angst, Daniel. Ich bin zwar allein, ich bin zwar einsam, aber ich bin niemals allein. Ja, ja. Der ganzen Skeletten. Ich bin niemals allein. Ja, ich hab schon gefunden, meinen Sieg. Nein. Oh nein, Hinterhalt. Was für eine Überraschung. Oh, das hat sogar Schaden gemacht. Na, wo bin ich denn hier? So, wird meine Karte eigentlich aufgedeckt, wenn du halt hier aufdeckst, richtig? Ich glaube ja. Das war schon mit dem Hinterhalt, das war ja erbärmlich hier, meine Fresse. Ja, ich habe auch mein Ding gefunden. Oh, eine Statue. Lass mich da einsammeln hier Stücke. Oh, gib mir das. Oh nein, noch ein Hinterhalt. Ich habe ihn. Nur noch ein paar Gegner, aber was soll's. Ja, hier liegt viel Geld. Ich nehme an, du warst hier. Ich muss warten. Ja. So. Oh, Daniel, da gibt wieder einen Hinterhalt. Oh nein. Oh nein. Bei Bethesda hier dem Macher von Elder Scrolls und so, gibt es gerade Stress. Ja. Ja, die wollen. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, du weißt, dass irgendwie Skyrim eigentlich nur noch relevant ist, weil viele Leute irgendwie so Mods und so davon machen und so, ne? Ja, ja. Immer irgendwie das Spiel noch ein bisschen aufpumpen, irgendwie so mit irgendwelchen Inhalten. Bethesda will jetzt versuchen, das so zu machen, dass jetzt Leute, dass die jetzt Geld bekommen, wenn Leute irgendwie Mods für die machen. Also Leute machen irgendwie Mods für die oder bringen die raus und das Geld soll dann irgendwie am Bethesda gehen.
oder die sollen irgendwie klar. Die sollen irgendwie in Kontrolle von den ganzen Mods. Das ist eher so ein Verzweiflungsmove, wenn du mich fragst. Ja, das ist auch wahrscheinlich wegen Starfield hier, nämlich mal an, weil er nicht so gut angekommen ist. Jetzt müssen die ein bisschen irgendwie anders Geld hier bekommen wahrscheinlich. Ja. Ja, ich habe nur irgendwie jemanden gehört, der irgendwie so darüber geredet hat. Angeblich wollte Bethesda das schon mal machen, so von vor 10 Jahren und so, und da ist schon damals nicht gut angekommen, wegen ja offensichtlichen Gründen, ne? Ja. Weil Leute jetzt nicht Geld bezahlen wollen. Der Bethesda ist auch so, ne, so ein Studio, das längst über seine guten Tage hinaus ist. Ja. Hast du auch wieder hier von, oh Gott, das hat weh getan. Oh Gott, oh. Eingefroren. Ah, von was hab ich gehört? Er hat wieder ein Studio zugemacht. Ein Game Studio, das musste wieder zumachen, weil das Spiel, das die rausgebracht haben, so schlecht war. Weißt du welches? Ja, The Day Before. So hieß das Spiel. Ja, ich. Das war einen Tag draußen und dann musste das Studio zumachen. Ja, ich meine, ich habe irgendwie was, glaube ich, gehört. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwie sowas in der Art. Kommt mir bekannt. So ein apokalyptisches Zombie-Spiel sollte das sein. Ja. Das ist scheiße, das Spiel. Das ist Beleidigung für die Augen anscheinend. Also. Ja. Alles klar. Das fühlt sich mehr an wie eine Beta, das Spiel. Das ist so wie im Prinzip auf dem Level von Gollum anscheinend. Ja. Die mussten nach einem. Das ist schon. Das war ein Tag, war das auf Steam erhältlich, jetzt nicht mehr. Und jetzt ist das Studio, das das gemacht hat, die sind pleite gegangen. Die mussten zumachen. Mein Gott, ey. Dieses Jahr hat es voll drauf, irgendwie in Sachen Spiele. Ja, die Game Awards, die waren auch da. Haben viele aufgeregt. Ich weiß nicht. Die Zuschauer haben da was gesehen, was die wahrscheinlich hätten nicht sehen sollen. Auf den Teleprompter, da stand so was, dass die Leute da auf der Bühne, die ihre Dankesreden halten, sich beeilen sollen. Dass sie nicht so viel quatschen sollen. Ja. Das haben die da, das haben die da angezeigt, während da einer am Reden war und praktisch stehen, die haben, während die das Spiel gemacht haben, sind einige von ihren Kollegen gestorben. Und der wollte da über die Reden bei denen bedanken. Da stand da und da stand da halt die Nachricht, beeilt euch mal. Oh ja. Das fanden viele Leute weniger witzig. Ja. Außerdem sind die Game Awards irgendwie nur noch zu einer Show, wo die Trailer für nächste Spiele zeigen verkommen. Weniger Awards. Der Award-Teil, der war irgendwie nur 30 Minuten oder so. Der Rest war irgendwie Zeigen von neuen Spieltrailern. Ja, warum nicht, ne? Dagegen hätte ich im Prinzip auch ehrlich gesagt nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber, Wovon hältst du nicht viel? Dagegen hätte ich jetzt auch nicht viel, wenn Leute nur dahin gehen, um mal neue Trailer zu sehen. Also so, weiß ich nicht. Da sehe ich jetzt nicht so ein riesiges Problem drin. Ja. Naja, was soll man machen? Irgendwie hier. Top-Spiele wissen wir ja schon alle irgendwie so. Hier. Baldur's Gate 3, God of War, hier der zweite Teil. Jetzt sind sie ja, der DLC aus, das ist jetzt ein DLC rausgekommen für God of War. Ah, ja. Ja, ich meine, war das Hauptspiel. Das soll auch gut sein. Ja, das Spiel eigentlich ist ja auch gut angekommen und so, ne? Also, weiß man ja mittlerweile schon. Ich weiß nicht, wie gut Final Fantasy 16 angekommen ist. Der Mann, da ist auch relativ gut angekommen. Oh, weiß ich nicht. Das soll wegen der Musik, soll die beste Musik haben. Den Award für die beste Musik oder so. Ah. Noch bestimmt irgendwas. Bestes Trash Game Gollum. Most hated Game. Ja. GTA 6 ist ja jetzt auch bald hier in den Startlöchern, ne?
Das dauert noch irgendwie 2025 ja. oder so wahrscheinlich. Ja. Da fragen sich auch einige Leute schon so mittlerweile so, ja, wird das auch irgendwie so ein bisschen woke hier so mit. Also ich nicht, das bezweifle ich irgendwie. Ja, ich irgendwie auch nicht. Ja, das sagen die meisten Leute auch. Bei Rockstar. Oh, Amulett heilig. Die sind bekannt dafür, dass die irgendwie Sachen machen, die Leute irgendwie aufregen und so und dementsprechend dann deren Produkt noch erfolgreicher wird, deswegen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein GTA-Fan, ich weiß nicht, ob ich wert holen würde, wenn er rauskommt, aber. Ich habe die anderen Teile auch gespielt, also wahrscheinlich schon. Ich habe mir den fünften Teil eigentlich nur damals geholt, weil irgendwie, weiß nicht, weil so ein riesiger Hype war damals. Ja, ja. Weiß nicht, die Leute haben alle irgendwie blau gemacht in der Schule und so. Ja. Das ist wieder so eine in den Momenten, wo ich irgendwie, wo ich immer denke, ich bin ja so was Schneeflöckchen, ne? Ich bin ja, ich bin die Person, die ja irgendwie besonders ist, irgendwie den Durchblick hat und so, ne? Weil ich war schon immer so in der Schule und so bekannt und so, ja, ich bin der, der immer nur zu Hause sitzt und Videospiele spielt, ne? Und ich wäre sozusagen so die erste Person, die irgendwie so, bei dem einige Leute denken so, ja, der macht bestimmt blau, um irgendwie dieses super geile Spiel zu spielen oder so, ne? Habe ich noch nie gemacht. Ja, würde ich auch nicht blau machen, ey, also. Ja, ich allgemein so gar kein Spiel habe ich das gemacht bisher. Ich habe noch nie irgendwie blau gemacht, um irgendwie ein Videospiel zu spielen. Ich auch nicht. Da kommen irgendwie so die ganzen coolen Kids so, oh, GTA 5 ist draußen oder so, oh, also ich nehme mal eine Woche frei oder so, um das spielen zu können. Also ja, genau, ich bin der mit dem Problem, ich bin der Freak, genau. Oh, Amulett heilig, danke Daniel. Oh, ich habe auch irgendwas bekommen. Obsidian-Klinge der Ahnenmord. Das war voll schwach ist. Oh geil, damit kann ich Dornenschaden machen, ja. Yeah. Ah. Ich nehme mal, wir müssen erst mal wissen, bis hier, wir müssen erst mal warten, bis hier die Albtraum, die Schwierigkeit gerade erhöht wird, bis wir wieder so einen Sprung an Equipment bekommen, ne? Ja. Aber ich krieg hier nur sehr wenig irgendwie. Irgendwas, was, keine Ahnung, ein bisschen besser ist. Ich habe mal irgendwie so einen Schwung bekommen irgendwann. So, ja, jetzt krieg ich nur noch geile Sachen und jetzt hat das schon wieder aufgehört. Was hast du geschrieben, ob wir den Weltboss zweit schaffen? Weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Nee. Naja, das ist also ein Zeitlimit irgendwie gewesen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn er abläuft. Ja, dann verschwindet der nämlich mal an. Oder geht er nach Hause? Ja, hat ja keinen Bock mehr. Oh, keine Ahnung. Nicht so, als könnten wir das kontrollieren, ne? Wenn er immer übrig Spieler sagt. Ich muss warten. Wir können ja mal fragen, so, Alter, bleib mal kurz raus, wir wollen das allein versuchen. Da kämpfen wir so 2 Minuten. Okay, die sind tot. Lass helfen. Ja, die beiden machen Let's Play. Die wissen schon, was zu machen. Die sind Profis. 2 Sekunden. Ah. Wer ist denn das schon wieder? Warum geht denn her? Ich bin noch nicht bereit. Wir müssen die Leute beschützen. Ah. Ich war heute beim Kriter. Oh, sehr gut. Legendär Schwert. Auch mal wieder sein, ey. Wo kommt das denn her? Joink, meins. Nur. Okay, legendär, aber nicht heilig. Ich habe nicht gar nichts Legendäres gekriegt. Aber mir lag dann einfach ja so. Ich meine, du hast irgendjemanden gekillt oder so. Ich habe mich gewundert, so, legendäres Schwert. Das ist was Süßes. Ich habe die englische Version davon gesehen, als die Version wird gesprochen von Jim Carrey. Ey. Okay. Also irgendwie witzig, weil ich stelle mir dann immer sofort Hades aus Herkules vor. Der wurde ja auch von Jim Carrey gesprochen in der englischen.
Oh, piece of candy. Oh, piece of candy. Oh, piece of candy. Oh, piece of candy. Oh Gott. So, da habe ich meinen Schaden über Zeit reduziert. Aha. Ich bin noch nicht bereit. So. Oh, Pizza Candy. Oh, da ist ein Brezel. Oh, da ist ein Brezel. Oh, da ist ein Kiste. Stirb, Ratte. Stirb. Sie ist gestorben. Da gehen wir auf den Purple Man los. Oh, da will ich reinstampfen. Meinst du nicht wischen? Ja. Ich will mal ganz gucken. Ist das auch so eine Fee? Nee, das war für drei, glaube ich, eine Attacke. Und dieser Wischer ist da so eine. Mal gucken. Ja, das ist eine Kernfähigkeit. Hammer der Ohr an. Ist das der Stampfer? Ja. Kann ich auch mal wechseln. Vielleicht wird der dann gut. Ich mag den AOE von diesem Angriff. Aber der Stampfer war auch. Angriff. Ja, ja. Musch. Oh Gott. Überall rote Bereiche. Der hat ein bisschen Autsch gemacht. Wo müssen wir denn hin? Dann sind wir ja falsch. Soweit habe ich nur erreicht. Da war irgendwie so eine Giftfalle oder irgendwie so. Ich konnte mir nicht näher. Mein einer Angriff hat den nur erreicht. Mein Schwert ist lang genug dafür. Muss man lang da lang? Ich gucke mir die ganze Zeit irgendwie so Videos an von Leuten, die irgendwie Kingdom Hearts 3 spielen, aber irgendwie das vollpumpen mit Mods. Das ist genauso krank, wie du halt vielleicht vorstellst. Irgendwie einer der Charaktere, einer der Hauptbösewichte irgendwie untersetzt durch Kermit der Frosch. Goofy und Donald haben so Organisationen 13 Kutten und so an. Mickey wurde irgendwie ersetzt durch Tails von Sonic. Rico wurde durch Trunks ersetzt von Dragon Ball. Das ist voll cursed, ey. Glaube ich sofort, ey. Muss mir das Spiel für den PC holen, um das auch so zu spielen. Ja, Donald hat eine Knarre, genau. Oh, was? War fertig? Ja. Okay. Hat irgendwie so einen spektakulären Auftritt. Das ist nur ein relativ normaler Dungeon. Ja, aber die sind ja auch überall. So weiß ich nicht. Mein Gott, jetzt ist ja schon wieder so eine Flut ausgebrochen, während wir hier reingegangen sind. Also, wir haben sowieso ein paar Quests hier. Wir haben eine Quest in. Okay, dann gehen wir mal. Warte mal, kann man sich irgendwie aus dem Dungeon raus teleportieren? So am Anfang wieder des Dungeons? Oh, kann man sogar. Ja, zum Eingang. Ja, das haben wir schon ein paar Mal herausgefunden. Ja, aber.
Ich habe mir mal Godzilla Minus One angeguckt. Was hast du dir angeguckt? Godzilla Minus One. Ja, das soll gut sein. Ja. Ich brauche mehr Rot. Oh. Ich hab ihn auf Japanisch gesehen. Okay, sehr wohl. Ich habe bisher nur zwei geguckt, jetzt die beiden amerikanischen. Ja. Wo es irgendwie so winzig war, wie so ein Echse war. Mehr, weiß ich nicht, das ist mehr, das spielt direkt, das spielt ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, der Film. Mhm. Und das ist mehr, weiß ich nicht, eine Kritik. Der Film, der ist irgendwie ein bisschen mehr eine Kritik an die japanische Regierung, was sie während des Zweiten Weltkriegs für Mist gemacht haben. Okay. Godzilla kommt da gar nicht so häufig drin vor in dem Film. Ja. Der einzige Godzilla-Film, den ich mal sehen will, ist hier Shin Godzilla. Okay, ja. Also ein paar Clips von gesehen. Das soll merkwürdig sein, der Film. Habe ich nur gute Sachen von. Und wenn ich davon gesehen hat, sau interessant aus. Ich habe da irgendwie merkwürdige Sachen von gehört. Ey. Oh Gott, mach nicht viel Schaden. Warum mach nicht so viel Schaden? Schaltkolben, man kann 4 erreichen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, Flut, wie funktioniert das nochmal? Wir müssen die Dinger sammeln, da müssen wir ihn so Schatztruhen eintauschen, ne? Ah, Paragon im Punkt. Und hier ist eine Quest, die können wir mal annehmen, wenn wir direkt hier sind. Boah. So, oh, boah, wo wollte ich denn jetzt hier noch mal hin, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, da lang wollte ich. Ich bin schon mal hier hingegangen, also muss ich wahrscheinlich was gedacht haben. Aber was habe ich mir gedacht? Fragen über Fragen. Stärke, Stärke. Ich glaube, hier will ich lang, ne? Geschicklichkeit, Willenskraft. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit. Ja, war da lang. Ja. So, sprichst du schon mit denen? Ja. Es ist gefährlich, allein da drauf zu sein. Nimm das. Als ich geschlafen habe. Ich bin hier geblieben in der Hoffnung, dass sie zurückkommt. Das ist alles, was ich noch habe. Wie sieht sie aus? Braune Augen, sanftes Fell, liebt Hafer. Was soll der Blick? Die meisten Kamele lieben weiße Haut und Haar so schwarz wie eben Holz. Mit, falls ihr sie findet. Sie folgt keine Lippen so rot wie Blut. Außer sie haben etwas zu fressen dabei. Und umgeben von 7 kleinwüchsigen Männern. Hafer mitgenommen, Daniel. Oh. Der muss er ansprechen, der Ding. Hafer. Hafer. Hatten wir schon Skorpione? Weiß nicht. Ja, stimmt. Ich bin nicht bekannt vor, ganz ehrlich. Ich nehme an. Und haben wir ihn hier schon nicht gekillt. Aua. Shit, der hat die Skorpione beschworen. Nein. Dann machen wir mal die. Wow. Wir hatten. Oh, da kämpft schon jemand. Wir schnorren. Hast du was dagegen, wenn wir hier so unangekündigt reinspringen? Ich muss warten. Oh. 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 Ganz schön viel aus, der Typ. Wow. Mein Gott, wir sind höhere Level als die.
Die sind deren Senpais. Ja. Aha. Oh, der hat den Staubsauger als Angriff. Ja, ich sehe schon. Ich bin auch nicht bereit. Leute, hol da. Oh, da wurde irgendwas gedroppt. Das hab ich gehört. Da liegt er wieder. Gleich liegt er für immer. Legendäres. Ach, der war schon geöffnet. Herbalist sammelt 250 Galgenreben und 75, was auch immer da steht, kann ich nicht lesen. So, was müssen wir hier machen? Findet Nehmer. Ist nicht ein Fußballspieler? Nein. Zum Glück müssen wir nicht Nemo finden, da würden wir ewig danach suchen. Stangenwaffe, Rang 7. Oh, der wollte ich ziehen. Dann habe ich ihn angeschrien. Er hat aufgehört. Nein, ich habe die erbärmlichen Seelen kaputt gemacht. Ich kam krank raus. Angezogen. Okay, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oder sie. Der Kabelia? Findet Nehmer, los, was? Warum hängt der an den Baum? Wollte ich. Wir müssen euch nach Hause bringen. Folgt mir. Das ist echt, der Kamel. Ignoriert ja, euch. Hat er gelesen. Ignoriert euch, hat er gesagt. Ah. Oh, er hat so weh getan, dafür kriege ich dich dran. Ich muss warten. Aua, aua, oh, diese Giftgrünen. Ja, warte mal, hier. Oh, hier. Ich dachte, wir müssen halt Viecher erledigen. Ah! Ah, Tapa wird doch voll schlecht, wenn du da Gift drauf spürst, Mann. So. Auch können wir da ein Kamel als Reittier freischalten? Bitte sag ja. Frisst du nämlich jetzt viel frisst? Verstreue das Hafer. Man hast du auch erwartet, dann, warum versuchst du denn mit einem Kamel zu reden? Hier entlang. Wie ist der bei dir? Nö. Du musst das Hafer ja verstreuen. Ich habe nur Sachen eingesammelt. Du musst das Hafer verstreuen. Damit er da hinrennt. Wenn ich einfach auf den reiten und irgendwie so eine Karotte vor sein Gesicht wählen. Ich glaube nicht, dass die Karotten fressen. Warum denn nicht? Ich frage mich zum Beispiel, gibt es überhaupt in der Wüste Hafer? Ich weiß nicht, ob Kamele Hafer fressen. Boah, ich habe ja nur mit denen gesprochen. Oh, warte mal, das ist ein Geschenk der Helme. Hm. Gibt es irgendwas Besseres noch?
Ich habe noch nie was Besseres als meinen einzigartigen Helm gefunden. Ich mach das mal auf. Mal habe ich einen guten Helm. Brauche ich da mehr so, weiß ich nicht. Oder nicht. Wie viel Rüstung hat dein Helm? Musst du bedenken, der ist einzigartig. Also Rüstung hat der 899. Okay, meiner hat 904. Was? Oh, deiner ist besser, ne? Und weil es Gegenstand macht? Gegenstand habe ich, weil er 709 plus 10. Also ich habe das Ding ein bisschen aufgewertet. Zweimal. Okay. 723. Bei 5 Falls, das Ding läuft ja da rum. Das ist einzigartig. Das, ja, ich hab das Effekte nicht, drin das, wahrscheinlich, ne? Das hatte ich damals gekriegt, als wir mit den Atom Dungeons angefangen haben. Und wenn die Effekte rein wurden? Ich hab das gefunden bis dahin, ey. An Helm. Also ist die Fähigkeit von dem cool. Der versteckt meinen Angriff. Oh. Wo jetzt hin mit dem Vieh? Nach Hause. Ich mach die Truhe jetzt einfach mal auf. Ich weiß nicht, wie viele Dinger wir noch finden. Oh. Kopfschutz, heilig, legendär. Ich auch irgendwas. Das schlechter. Ja, meine auch. So viel dazu. Weil wir sind da am Leiden, ey, die ganze Zeit. So, hier ist ein Esel. Ich habe euer Kamel gefunden. Das hätte ich in ein Gestrüpp gefangen. Der blöde Viech. Jetzt gib mir das Kamel. Danke. So kann ich nicht mit dem reden. Ich rede gerade mit dem. Ja, ich kann nicht mit dem reden. Ist ein Kamel hier? Neben den? Nee, was steht hier bei mir noch? Ja, muss er ihn ansprechen. Muss mit dem Teil reden. Muss kommunizieren. Ja, Skorpion. Mein Charakter hat gefragt, gibt es hier ein Problem? Nur so, ja, dann sind die Skorpione gespawnt. Dann müssen wir ihn nochmal heben. Ja, ich weiß, ich mach einen Schaden, ne? Ich war auch gerade fast tot. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Keine Explosion mehr, okay. Sammelt verdautes Darmkraut. Entschuldige, was? Ich bitte um Verzeihung. Was für ein Kraut musst du sammeln? Verdautes Darmkraut. Was ist denn das schon wieder für eine Quest? Merkwürdiges Heilmittel. Das ist hier oben links, der blaue Kreis. Ja, habe ich auch. Okay. Du weißt, wenn du auf so einen Kreis irgendwie auf der Karte drauf drückst, ob dann ja, die Quest automatisch verfolgt wird, ne? Ja. Den ich immer suchen muss. Haben wir hier irgendwas? Haben wir irgendwas hier? Haben wir irgendwas hier? Geld. Hat irgendjemand randaliert. Gequältes Geschenk des Schutzes. Wo ist denn das? Was guckst du?
ich bin gerade ein Paragon. Also. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich nochmal hin muss. Nein, ich bin hier hingegangen wegen dem Berserker-Modus. Ich versuche gerade ja so ein Ding hier zu erreichen, was mir mit plus 5 Stärke, Intelligenz und so was alles gibt. Anderes ist ja, also nicht. Der einzige andere seltene Knoten, den ich noch habe, ist hier irgendwie, weiß nicht, hier mehr Heilung durch Tränke, aber oder hier Widerstand gegen Kälte, was soll ich denn damit? Deswegen habe ich mir jetzt die ganzen Dinger, die Eckpunkte hier. Oh Gott. Es regnet Meteoroiden. Schreibt mal ja durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja noch so ein Altar oder so. Das soll eine Truhe gewesen sein. Ach, da wird sie auch schon. Pferdangriff machen sollen, den Pferdsprung. Ja. Verdaut Darmkraut, verdaut Darmkraut. Hier regnet es überall Meteoriten. So, was ist er denn? Eine Höllenflut, Harald. Ja, der ist Herold, ich weiß. So, da schießt immer noch einer. Oder etwas verdautes Zeug. Ich habe nicht genug Wut. Boah. Warum hat er so viel Schaden gemacht? Keine Ahnung. Das war viel. Ja, beide beinahe gestorben. Ganze Gebiet gelaufen, wir finden aber noch zwei. Ich muss warten. Noch irgendwo ein paar Gegner. Irgendwo. Ja, soll ich mehr. Weniger Zeug geben als Gegner. Na, das ist noch eine Kreis. Boah, ich spreche nur mit dieser einen Person, die explodiert. Oh, Weltboss. Kann man da irgendwie sehen, was das für ein Weltboss ist, bevor man da reingeht? Ergehungsereignis. Wo ist das? Hier ist das. In 14 Minuten. Das tut sich ja so, weiß ich nicht. Wenn noch
paar Minuten hier rumeiern, kann man halt ja machen wieder. Mhm. Ich habe das Gefühl, die geben relativ gute Belohnungen so. Ja. Außerdem will ich mal sehen, was es dann noch so gibt. Duf. Das war leicht noch mal da unten hin. Wer da am Kraut. Währenddessen können wir ja diese Quest hier annehmen. Tamia, was ist hier passiert? Diese Straße hat einen steilen Abhang. Unsere Wagen sind über den Rand gerutscht. Mit all nein. Oh nein. Ohne sie erreichen die Dalgun nie. Dann rufen wir einen Abschleppdienst. Aber es klang, als ob sich unten etwas bewegt. Könnt überall irgendwas dir aushelfen? Nein. Bei dir könnte was Gefährliches sein, hier in diesem Gebiet, wo irgendwie Tod und Schrecken ist. Gequältes Geschenk der Stiefel, ja, warum nicht? Boom. Ja, geil. Ich habe ein paar gute Sneakers von Adidas oder so. Elixiere. Was mache ich denn damit? So. Ja, Stiefel, heilig, legendär. Elixier des Menschenschlachtens, ja. Also ganz knapp schwächer als was ich jetzt habe. Die sind sogar besser als das, was ich habe. Nein. Oder auch. Oh Gott. Oh, oh Gott. Punkt. Hier rein, ne? Hier rein, ja gut. Oh, Altar von Lilith. Was? Oh. Wow. Na, oh, Stärke. Oh, was müssen wir hier machen? Sammelt verlorene Vorräte. Ich hab die schon eingesammelt. Hm, bei mir ist hier nur so ein blauer Bereich. Ach hier. Okay. Wer ernsthaft, der konnte nicht mal kurz hier runterklettern und das Ding selber holen. Da waren böse Gegner, Daniel. Ja? Ja, ich mitbekommen. Ich hab die schon gekillt. Hier sind eure Vorräte. Ich bitte euch nur ungern um mehr, aber könntet ihr für uns eine Nachricht überbringen? Sagt Haddad, dass wir uns verstehen. Aber wir kommen. Ich bringe uns sicher hin. Das schwöre ich. Okay. Oh, ja, meine Quest ist noch nicht vorbei. So viele Sachen zum Runterklettern und so. Ach, ich war gerade irgendwas am Leuchten, oder bin ich mir noch ein? Aua. Aber jetzt mal gucken, ob da Gegner respawned sind. Für mehr Darm. War immer noch zwei. Oh, hier kommt er. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Da habt ihr zugesprungen? Da hat er dich rangezogen. Ja, ich bin auf den Zug geritten. Also. Ja, das ist alles, was hier aufgetaucht ist. Boah. Oh, da kommen wir in 10 Minuten nochmal wieder. Dann suchen wir eben nach Dawood. Da Winky. Oh. Hier ist noch ein Altar da. Boah. Boah. Hm. 12 von 31. Hier noch. Wenn noch so viele irgendwie von denen rumliegen. Blowt my mind irgendwie.
Your minds are blown. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Oh. So, such nach Dawood auf der Jagd, heißt die Quest. Gott. Der gibt Purple Man erledigt, sehr gut. Langsam zu dem Weltboss, Leute. Ja, 10 Minuten müsste das noch sein. Okay. Ich habe meine Aufnahme hier, deswegen sehe ich immer so, wann ich das gesagt habe. Alles klar. Wir sind bei 46, so bei 55 fängt er an. 8 Minuten, ja okay. Gucken wir mal hier noch ganz schnell. Erbärmliche Seelen. Ich muss warten. Gucken wir mal, ob diese Quest nur erledigt kriegen, dann können wir mal dahin reiten, wenn wir den einen Typen mal finden müssten. Hier. Hier rüber. Gehen wir darüber. Da Winky, bist du irgendwo hier? Oh Gott, das ist ein riesiger Skorpion. Was? Das ist wie der Boss von Jedi Survivor. Der Goldskorpion. Er ist tot. Was? Ich hab ihn nicht gesehen. What? Wieso ist denn der tot auf einmal? Der war riesig. Ich schwör's, der war riesig. Hätte ich dir nur glauben könnte, Daniel. Vielleicht so wenig ausgehalten? War der Truhe? Weißt du, die Größe allein macht's nicht. Oh, doch. Bidum, bidum. Wo ist denn dieser Kollege? Oder was auch immer wir suchen müssen. Aua. Hau mich doch nicht, Mann. Warum hauen mich denn immer wieder Leute hier? Deswegen mein guten Aussehen. Oh, hier. Wo? Keine Angst, Alter, wir beschützen dich. Ah, da ist noch Kraut. So, oh, ein Kraut. Oh, das ist auch noch eins. Aha. Okay. Also, ich habe 12. Ja, ich auch. Dawood, nehme ich an. Euer Hauptmann sucht nach euch. Er hatte einen Fremdling angeheult, um mich zu finden? Er tobt bestimmt vor Wut. Aber ich bleibe nicht einfach auf meinem Posten stehen und warte darauf, dass der nächste Überfall meine Freunde tötet. Ich habe die Mörder bis an den Strand verfolgt. Wo ihr schon da seid, könnt ihr mir helfen, ihnen eine Lektion zu erteilen? Ich bin tot. Wir haben schon alles am Strand ein paar Mal massakriert. Na gut, dann gehen wir mal zum Weltboss 5 Minuten. Um nicht so mal sicher zu gehen. Ich noch vorher was verkaufen. Sieht so gemein aus auf dem Ladebildschirm. Ja, bringt sie alle um, Daniro. Ja, mache ich. Oh. So. Noch mal kurz hier ein paar Sachen auseinandernehmen. Wie das hier.
anders zerteilen. Kein neues Design hier. Oh nein, die Dünen des Kummers. Mal. Ich bin in den Dünen des Kummers daher. Warum nicht die Düne des Freude? Der Freude. Ich bin noch nicht bereit. Kein Wunder, warum. Kein Wunder, warum wir nur irgendwie so Dämonen und so rumlaufen, wenn ihr. Die passen sich wahrscheinlich alle an den Namensorten und so an, ne? So, ja, der Ort heißt halt so, also benehmen wir uns auch so, ne? Oh, das sieht nach einer heftigen Geburt aus hier, ey. Wieso? Das sieht aus. Mein Gott, sind hier viele Spieler. Die wollen alle den Weltboss plätten, ne? Oh, das sieht aus wie ein Salak. Ich will nicht wissen, ob der gut kommt. Ah, bist du schon da drin, ne? Ja. In dem Bossgebiet. Ja, ich stehe hier bei den ganzen Spielern schon, ey. 65, 62, 70. Oh nein, das ist Ryujin, der Drachengott. Boah, ist das hier. Das ist wie ein Salak, ey. Das wird eine heftige Geburt, ey. Ich sehe das jetzt. Der denkt ein Monster aus HP Lovecraft. Nein, nein, der hat die oberste Reaktion. Was? Der eine rastet aus, das ist ein frostiger Rüpel. Grimmiger Herold, Aschner, Verwüster, zerschmetternder Häufer. Für romanische Wahnsinnige. Seid gegrüßt. Und dann ist er einfach nur Gore. Ja, der braucht keinen Titel. Was haben die denn alles für Sachen um sich fliegen, ey? Ich meine, das sind so Spezialeffekte. Ich nehme an, das sind. Der Zauber das könnte irgendwie so ein Zauber. Schmetternder Häuter, was ist das denn für eine Scheiße? Ah, wir sind aber die einzigen, die ja. Der Harald ist der einzige, der ja auf Level 70 ist. Dann sind wir die Stärkeren. Oh. Der Rollhüppel rastet aus. Oh nein! Der hält ihn auf. Okay. Lass ihn aufhalten, du Mongo. Da dreht er sich schnell. Seht. Dreht euch noch schneller. Oh, noch schneller. Oh, guck mal, wie alle ja hochgebufft sind. Alle sind bei mir blau gewesen. Das passiert halt, wenn man mit Daniero zusammen ist, dann wird man blau. Die einzige Möglichkeit, mit Daniero abzuhängen, ist, indem man blau ist. Muss ich mal einige Leute hier inspizieren. In Gruppe einer. Ja, wie kann man jemanden nochmal. Nein. Wie kann man jemanden nochmal inspizieren? Kadia betrachten. Ihr privates Profil lässt sich nicht einsetzen, damit reicht dich eben. Was hast du denn so für Zeug? Mein Gott, hier alles irgendwie hochgeballert. Privates Profil lässt sich nicht betrachten. Ah. Na, der hat sich auch voll geballert. Ja. So sieht ein Barbar aus, Daniel. Nein. So. Anfangen. Nur mal das Ding drauf hat, ne? Ihr liebäugelt mit Schmerz und Tod. Oh, ich glaube, der hat gemerkt. Seht, das wird euer letzter dummer Fehler sein. Ich glaube, der hat gemerkt, dass ich ihn inspiziert habe. Der Strudel ist geöffnet. Aber der. Was soll ich denn? Ja, kam da raus. Ich dachte, wir müssen den Lattfisch kämpfen. Mir war schon klar, dass er irgendwann rauskommt. Na, jetzt gehen wir gegen so einen Monster-Anta-Gegner. Nehme ich mal an. Überlauf die Hoppe.
trifft mich überhaupt nicht. Versteck. Guck mal, natürlich für einen One-Shot hat. Getroffen. Ich buff euch alle hoch, Leute. Keine Sorge. Ich mache euch blau. Ho, 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 ho. Wir waren einfach zu nah dran und ich triff da einen gar nicht damit. Er hat mich noch gar nicht ganz getroffen mit der Scheiße. Ich muss warten. Einfach ein Stück. Ich muss warten. Ist der noch chillig? Ich bin noch nicht bereit. Ich mach jetzt nicht unbedingt viel, finde ich. Oh, da wurde jemand getötet. Oh Gott, das Gift macht eine Menge Schaden. Keine Angst, Alter. Der einzige Grund, warum ich manchmal nicht sterbe, ist irgendwie, weil ich irgendwie so gestählt bin. Okay. Macht mir halt Gift voll viel Schaden. Oh, hier in die Kniescheiben. Auf die Kniescheiben. Ich muss warten. Aua, er hat mich gebissen. Ist doch noch schwierig, Mann. Das ist alles, was du drauf hast. Du langweilst mich, du bist tot. Jetzt beginnt Phase 2. Ah, schade. Tötet jeden Weltboss. Es gibt nur drei Weltbosse? Nein. Das weiß ich zu schätzen. Warum tauchen jetzt hier so was Kleines auf? Verzeihung. Titanischer Gefallener. Okay. Oh, gut gemacht. Oh, ich habe eine Beinschütze, der genauso stark ist wie das, was ich jetzt habe. Alter, ey. Okay. Okay, das ist ein Schild, das würde schon sagen. Oh, das Amulett ist, glaube ich. Oh ja, das Amulett ist sehr viel. Dorf und Stern, ich schreine. Stärkungseffekt, ich schreine. Das gibt mir aber so viel mehr Verteidigung.
Ja, nehmen wir das. Genau gleichen Effekt, cool. Oh, aber das ist besser. Das eine gibt mir Intelligenz, was soll ich denn damit? Mehr damit. So, gut. Also ein bisschen lohnt sich das hier von dem Equipment. Ja, Zuflucht des Abtrünnigen. Abtrünnigen. Und hier, ich habe wieder genug Dinger hier, um so zu dem Baum hier was einzutauschen. Ich auch. Also, lass mal das machen noch. Jetzt wissen wir mal, wo der ist, ne? Ich weiß jedenfalls, wo der ist. Und jetzt noch eine Belohnung ab. Blablabla. Guck mal, was wir hier kriegen. Ich bin noch nicht bereit. Irgendwas Geiles, bitte. Einhandwaffensammlung, Stiefelsammlung oder Ringsammlung. Naja, was brauche ich denn am meisten, ne? Das war die Frage. Nimm Einhandwaffen. Bedienung eines Königs. Ah, gib mir die bebende Hand bitte. Gut, dann sammle ich ihm halt Sand rein. So, oh. Sogar was Besseres bekommen. Nice. Plus 38 Stärke.